is true. Weißt du, wovon ich geträumt habe? Nee. Von den Tantra-Sachen, die wir gestern aufgeschrieben haben. Okay. Wilde Tiere, Leute, ne? Das infiziert ihr danach den Tisch wenigstens mal? Eule, das bin ich froh, wenn Janis wieder hier ist, ey. Tippitoppi. Komisch untervögelt, die Kleine. Wo war ich stehen geblieben? Mhm. Ich fand die Tantra-Sache gestern, habe ich irgendwie nice gemacht. Ja. Was würden wir da anfangen? Willst du Kaffee oder so? Hm? Hast keinen Bock gehabt. Wir können was anderes machen, Baby. Kein Problem. Was willst du machen? Das mit dem Festen fand ich auch irgendwie interessant. Ja, wie heute kein Sex? Warum? Einfach mal Pause machen heute. Ist das gut? Wir legen ein Handtuch drunter, echt gar kein Problem. Du, einfach einen Tag Pause ist, glaube ich, auch mal ganz gut. Und warum? Meine Eltern kommen heute. Was? Ja, die sind den ganzen Tag da. Komm, müssten gleich hier sein. Und ey, wir werden super einen schönen Tag haben. Wir werden oben auf der Terrasse ein bisschen grillen. Jetzt habe ich keinen Ständer mehr, danke. Das ist gut so. Bitte erwähne auch nichts von unserem Sexblog, ja? Ich habe dir auch Spare Ribs geholt. Das ist echt gutes Fleisch. Ja, Schwiegersohn? Fett. Ich habe gar keinen Bock auf Esther. Komm, Baby. Warum sagst du nicht vor, dann wäre ich krank oder ich wäre am Arbeiten. Ich bin da, es wird nicht so schlimm. Komm, Schatz, komm. Kartoffelsalat machen. Baby, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich bin um jede Sekunde glücklich, die Esther mir nicht auf den Sack geht, ja? Und um mich herumschwirrt und mir irgendwas an mir zu merken findet. Hey, es sind immer noch meine Eltern, okay? Ja, und dein Vater geht mir auch auf den Sack. Der macht den jetzt auf den Buddy. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ich hab die besten Eltern der Welt. Und ich geh jetzt mal nach denen gucken. Du hältst die Stellung. Mom? Geht's euch gut? So, wow! Das ist jetzt ganz anders als sonst. Also, ich, ja, mach mal die Tür zu. Es ist völlig anders. Okay. Alter! Baby! Nee, ich hab grad meine Eltern nicht beim erwischt, oder? Sind das wirklich deine Eltern? Ich will das so kennen wir die doch. Nein. Sind doch eigentlich eher so konservativ, oder? Ja, meine Eltern haben auch keinen Sex mehr. Ich verstehe gerade nicht, was das soll. Baby, die haben gerade Sex in Janis Zimmer. Ich habe Bilder in meinem Kopf, die gehören da nicht hin. Doch. Nein. Mami! Tut uns jetzt leid. Das ist jetzt wirklich, solltet ihr jetzt überhaupt nicht mitkriegen. Also, oh, nicht schlimm. Ist jetzt einfach so über uns gekommen. Miller, ja? Okay. Mama. Ja. Leon, ja. Naja, also, wo ist eigentlich das Bad? Lass es mal ganz kurz. Ich da. Okay, ja. Können wir dann langsam den Kartoffelsalat machen? Ja, lass uns gleich jetzt einfach. Klaus, und wir gehen gleich hoch auf die Dachterrasse, ja? Es ist nie passiert, okay? Okay. Guck mal, weißt du, mir tut das jetzt auch leid, dass ihr das so gesehen habt. Aber das war weder geplant noch irgendwie. Also, wir sind einfach so überkommen. Es hat mich übermannt. Mama, das. Was ist denn da bei euch los gewesen? Ich habe jetzt Bilder in meinem Kopf, die gehören da einfach nicht hin und. Seit wann seid ihr denn so? So sexuell? Ihr seid doch Eltern. So. Ach, korrekt. Naja. Ja. Prost. Prösterchen. Bier geht immer. Mhm. Aber ich muss nur den Stecker reinstecken, dann ist das Ding auch schon fertig. Naja. Läuft. Elektrogrill.
Zu meiner Zeit hat's richtig Kohle da gegeben, richtig Holz angeheizt, angefackelt, eine Flamme gewedelt. Ja, und dann hat das richtig ein bisschen zwar gedauert und dann rauf auf den Grill. Hast noch richtig Holz geholt aus dem Wald, ne? Naja, nicht ganz, aber das hatte was. Ja. Männlichkeit, Trieb, ja? Guck mal, also ich meine, du musst das doch verstehen. Ihr seid jung und, weißt du, wenn man lange zusammen ist, dann gibt's auch Flauten und wir hatten auch Flaute in der Hinsicht. Das Erste, da mitmacht, hätte ich nicht gedacht. Ne? Ich dachte immer, die wäre so konservativ. Aber stille Wasser sind wohl doch tief und schmutzig. Ne? Ja, man muss sie nur richtig an die Hand nehmen und ich war ja auch nicht ganz untätig. Aber dann hat der Papa so ein Buch gekauft und da stehen ganz tolle Sextipps drin. Mom, nee, oh, bitte. Bitte, ich möchte mit dir auch. So, wir können über alles reden, ja? Aber du bist halt meine Mama. Wir können gerne über Klamotten reden, Beziehungstipps, irgendwie so Lifestyle-Dinge. Aber bitte nicht über Geschlechtsverkehr, okay? Ja, ich habe natürlich ein bisschen im Netz recherchiert. Echt? Ja. Du Fuchs, du. Musst aber aufpassen, da sind auf manchen Seiten auf jeden Fall böse Viren. Ne? Da machen die dein Konto leer. Ach, das ist eine gute Seite. Das geht da schon. Weißt du, ein bisschen wundert mich das jetzt schon, dass du so prüde bist. Ich meine, du bist Go-Go-Tänzerin. Das war mir eigentlich immer zu viel. Und wenn es jetzt um so ein Thema geht, also da bist du verklemmt. Du sagst mir gerade, dass ich prüde bin? Ja. Das ist doch total Quatsch. Doch. Ich weiß die Seite, vielleicht gefällt mir die auch. Das ist ein richtig guter Blog, Dr. Sexgott. Das ist mein Blog. Und der von Miller. Ja, es ist sind ja keine Filmchen drauf oder das ist ja jetzt nicht so. Aber es sind sehr gute Tipps und nicht zuletzt bin ich mit Esther jetzt so gut dabei und ja, versteckte Orte, heimliche Orte, ein Kapitel, ein wunderbar. Eigentlich gut geschrieben, ne? Ja, ja. Ich mach mal die Wurst auf den Grill, ja? Ja, ja. Dass das natürlich Miller. Ach, das ist natürlich dumm gelaufen. Okay, pass auf. Können wir es jetzt einfach dabei belassen, dass wir nie wieder über solche Themen reden und diesen Vorfall auch vergessen? Ja? Können wir machen. Gut. Ey, da kann ich noch was sagen. Also Miller und ich haben jetzt so ein Angebot gekriegt, den Sexbook als Buch rauszuhauen. Nein. Kannst du bald in ein Regal stellen? Aber da fällt mir ein, das muss natürlich trotzdem alles sehr diskret behandelt werden. Also Esther darf natürlich nicht wissen, woher ich meine Inspiration beziehe. Ey, ich kann schweigen, Winkler. Darum. Ja, völlig durch auf dem Rücken. Nee. So, das war dein Ziel. Hey, hey. Oh. Schatz, magst du noch ein bisschen Guacamole? Ja, gerne. Das stärkt doch. Oh, danke, Leon. Apropos Stärkung. Bitte. Prost. Salut. Seit wann esst ihr eigentlich Guacamole? Ja gut, ich kenne euch ja eh nicht mehr. Miller. Gesund? Ja, gesund. Und ich habe auch gehört, dass Guacamole voll das Aphrodisiakum sein soll, oder? Oh, das habe ich auch in dem Blog gelesen. Und darüber hinaus. Aber wie, was für ein Blog? Aus dem Buch. Miller, was schaust du denn? Aus dem Buch, was du gekauft hast. Genau. Mhm. Und da ist Guacamole. Papa, welcher Blog? Der Kartoffelsalat schmeckt voll Papa. Lecker. Ist das ein Familienrezept? Nein, Baby, komm. Ey, was wisst ihr? Was weißt du, ha? Habt ihr da eine besondere Zutat reingemacht? Hast du unseren Blog gelesen? Echt jetzt? Papa? Was heißt jetzt euer Blog? Miller. Leon und ich, wir haben einen Sexblog. Wir geben offiziell Sextipps. Was? Ja. Du hast doch nicht etwa auf dem Blog meiner Tochter? Hm?
Ich habe ein bisschen recherchiert, Klaus, dass das euer Blog mal. Ist, wusste ich erstens mal gar nicht. Ist doch egal, Esther, ob das nun ein Buch oder ein Blog ist. Du kannst es sind doch Ratschläge, das ist sehr, sehr, sehr inspirierend. Das weißt du doch selbst. Sag mal, wie komme ich mir denn jetzt vor? Das komm mal, bevor ich mit ihm geschlafen habe. Das ist ekelhaft. Nee, du hast eine Grenze überschritten. Echt jetzt? Ja. Nein. Also jetzt mal ganz ehrlich, also Klaus hat es doch einfach nur nett gemeint. Der wollte einfach, dass eure Liebe neu entflammt. Ich finde das total und der hat sich dafür Mühe gegeben. Ist doch toll. Aber um die Mittel geht es auch. Das ist aber, unser Blog ist ja total seriös. Wir haben über tausende Pärchen schon glücklich gemacht. Ja, Blog oder Buch, es ist halt ein Ratgeber. Und der wird sogar veröffentlicht. Es gibt sogar ein Buch. Richtig. Hardcover. Also so erfolgreich. Was für ein Buch denn jetzt noch? Unser Buch über unseren Blog. Da werden wir noch erwähnt, oder wie? Nein, Esther, natürlich nicht. Okay, wir profitieren doch auch davon. Das mit dem Buch, das ist mir jetzt wirklich zu viel. Nur Miller und ich werden also, das ist zu viel. Ich gehe mich jetzt erstmal frisch machen, ja? Esther, Buch das hast du wieder in den falschen Hals bekommen. Nee. Esther, Schatz, mach doch bitte auf. Ach, komm, bitte. Esther, Schatz, bitte, bitte. Komm raus. Bitte. Hör auf, kannst du dir schenken jetzt. Kinder, hättest du vorher dran denken müssen. Esther. Wie lange weiß mein Papa das schon mit dem Blocker? Hast du ihm das empfohlen? Deckst du ihn wieder mit der Feierei damals? Steckt er wieder unter einer Decke? Mila, ich habe dir gesagt, misch dich nicht in die Ehe meiner Eltern ein, bitte. Mila, du siehst Gespenster. Ich wusste selber nicht, dass Klaus davon wusste. Ich war von selber versucht, als es mir auf der Dachterrasse erzählt hat, ja? War so, ich wusste. Mila, sieh das mal von einem anderen Gesichtspunkt. Deine Eltern haben wieder Spaß. Sie sind doch glücklich. Freu dich doch mal für ein bisschen für die, ja? Und was soll ich denn machen, wenn ihr beide wie jeden auf ihn raufhängt, ja? Ich dachte, ihr zerfetzt den. Da musst du einer dazwischen gehen. Mama, ich habe einen ganz guten Vorschlag. Wie wär's, wenn unsere Männer heute Nacht mal auf dem Sofa pennen? Ja, genau so. Weißt du was? Wie wär's, wenn du auf dem Sofa pennst und dich die ganze Scheiße so abfuckt? Wenn mich abfuckt? Ich frag mich gerade, mit wem du verheiratet bist. Mit meinem Vater oder mit mir? Wegen deiner ganzen Sexblock-Scheiße ist so alles entstanden. Ich würde das mal langsam in den Stecker ziehen. Bitte was? Wegen ist das denn ernst, ja? Ja. Wegen meinem Block jetzt. Ist das auf einmal meiner alleine? Was fährst du für eine scheiß Doppelmoral, he? Du hast als Gogo gearbeitet, du machst nebenbei noch Burlesque. Man, du läufst andauernd halb nackt rum in krasser Unterwäsche. Wir haben krassen Megasex an öffentlichen Orten und du gönnst dann endlich mal ein bisschen Spaß? Die sollen wegen dir wie im Käfig leben, was? Man, das sind erwachsene Menschen, die wollen auch Sex haben. Miller, du bist entstanden aus Sex, du bist nicht vom Storch. Alter, da krieg ich eine Krawatte. Klaus, hast du Bock zu zocken? Ja. Komm, lass gehen. Mila, du weißt, was ich dir immer gesagt habe. Mhm. Wir Frauen müssen die Oberhand behalten. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Nein, sind wir nicht. Du willst echt mit Bayern spielen?